Wir schauen als erstes an das nach Tirol, weil dort eben auch immer wieder zahlreiche LKW-Kontrollen durchgeführt werden. Und ich freue mich, dass uns hier jetzt von der Landespolizeidirektion Michael Lechner zugeschaltet ist. Und ja, Herr Lechner, bitte Ja, schildern grüß Sie uns Gott. jetzt ein bisschen, wie die LKW-Kontrollen in Tirol ablaufen, beziehungsweise welche Ergebnisse und Wirkungen damit erzielt werden. Bitte sehr. Ja, ich darf Sie ebenfalls begrüßen hier im Chat bei diesem Meeting. Mein Name ist Lechner Michael von der Landesverkehrsabteilung in Tirol, wie schon erwähnt. Bin dort stellvertretender Fachbereichsleiter im Fachbereich Kraftfahrwesen, Güterverkehr und darf Ihnen einen kurzen Input zum Thema Schwerverkehrskontrolle auf der Straße in Tirol geben. Ich habe das gegliedert in 4 Punkte. Erstens, von wem werden die Kontrollen durchgeführt? Wo finden die Kontrollen statt? Was wird kontrolliert? Und was sind die häufigsten Mängel und Verstöße bei solchen Kontrollen? Von wem werden die Kontrollen durchgeführt? Ja, in Tirol gibt es circa 150 speziell ausgebildete Schwerverkehrskontrollorgane, sogenannte § 58a KFG-Prüfer. Davon sind circa 20 Schwerverkehrskontrollorgane ADR, sprich gefahrgutkundige Organe. Diese 150 Schwerverkehrskontrollorgane sind tirolweit in die Bezirke aufgeteilt und führen in ihrem jeweiligen Bereich die Schwerverkehrskontrollen durch. Wir gemeinsam haben da Partner, sprich wir machen technische Schwerverkehrskontrollen mit Sachverständigen, zum einen vom Amt der Tiroler Landesregierung, zum anderen mit Sachverständigen der ASFINAG im Rahmen von sogenannten Prüfzugeinsätzen. Weiters können wir uns noch bedienen von Amtstierärzten vom Amt der Tiroler Landesregierung. Das ist eine super Sache, weil wir da eine 24-Stunden-Rufbereitschaft haben und jederzeit auf die Expertise zugreifen können. Technische Schwerverkehrskontrollen finden circa an 300 Einsatztagen im Jahr durch, 150 Einsätze mit Sachverständigen vom Amt der Tiroler Landesregierung und 150 mit dem technischen Prüfzug der ASFINAG. Ja, wo finden jetzt diese Kontrollen statt? Ja, natürlich flächendeckend in Tirol, am hochrangigen Straßennetz wie auf der Autobahn und den Schnellstraßen sowie am untergeordneten Straßennetz auf Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen. Jetzt muss man unterscheiden. Es gibt natürlich stationär gebundene Einrichtungen wie die Kontrollstellen auf der A12 am sogenannten Brennerkorridor, A12 in Kundl und in Radfeld sowie am Brenner die Kontrollstellen. Weiters haben wir Kontrollstellen in den Bezirken Reutte in Musau, im Bezirk Landeck in Nauders und im Bezirk Lienz in Laisach. Zusätzlich zu diesen stationär gebundenen Einrichtungen haben wir auch Verkehrskontrollplätze, die ebenfalls temporär genutzt werden können. Zu den stationären Kontrollen führen wir auch mobile Kontrollen durch. Dafür steht uns zur Verfügung mehrere Kontrollbusse, die ebenfalls mit dem wichtigsten Equipment ausgestattet sind, wie zum Beispiel mobile Radlastwagen, um eine Gewichtskontrolle durchführen zu können, oder das Kontrollequipment für die Auswertung der Lenk- und Ruhezeiten. Ja, was wird jetzt alles bei so einer Kontrolle kontrolliert? Ja, natürlich die mitzuführenden Dokumente, was den Lenker betreffen, was den Zulassungsbesitzer betreffen, beziehungsweise auch die Ladung. Dann Lenk- und Ruhezeiten werden kontrolliert. Da wird nicht nur die Fahrerkarte ausgewertet, sondern auch die Fahrzeugeinheit. Dann das Gewicht, wie gesagt, schon stationär mit den dortigen Brückenwagen oder mobil mit unseren Radlastwagen. Die Sicherung der Ladung wird kontrolliert und natürlich das Wohl der Tiere bei Tiertransportkontrollen. Technische Kontrollen. Ich kann einen kurzen Einblick geben. Es gibt die anfängliche technische Unterwegskontrolle, die wird von der Polizei durchgeführt, sprich, man hält den LKW an, man macht eine Sichtkontrolle des LKWs. Werden da Mängel festgestellt, kommt es zu einer gründlichen Unterwegskontrolle und das Fahrzeug wird dann zum Beispiel bei der Landesprüfstelle oder beim Prüfzug
den Sachverständigen zugeführt, die dann die fundierte Kontrolle durchführen. Das hat zur Folge, dass dann ein Gutachten erstellt wird und anhand von diesem Gutachten die Polizei dann weitere Maßnahmen setzt. Sprich, es kann zur Folge haben bei gravierenden Mängeln, dass die Zulassung bzw. die Kennzeichen vorläufig abgenommen werden und die Weiterfahrt untersagt wird. Folglich wird natürlich die Anzeigerstattung an die zuständige Behörde vorgelegt. Ja, was sind jetzt die häufigsten Mängel, Verstöße bei solchen Kontrollen? Technische Mängel, natürlich Reifenbeschädigungen, wo auf der Lauffläche Gummiausbrüche sind, die bis zur Karkasse reichen, das Gewebe aufgebrochen ist, Bremsendefekte, sprich gebrochene Bremsscheiben oder Bremsen, die keine Wirkung mehr haben, Beschädigungen an den Rahmenteilen, sprich eine Durchrostung oder ein Bruch tragender Teile, Beleuchtungsmängel, wo das Leuchtmittel defekt ist oder dass die Xenon zum Beispiel ausgebrochen ist oder zu viele Scheinwerfer angebracht sind, die dann eine gefährliche Blendwirkung zur Folge haben, Flüssigkeitsverluste, Öl-, Kühlmittelaustritte oder Sichtbeeinträchtigungen. Das kennt man, wenn die Lenker hinter ihrer Windschutzscheibe diverse Wimpel, Tische und Gegenstände anbringen, die natürlich die Sicht nach vorne und zur Seite einschränken und natürlich ein hohes Verkehrsrisiko zur Folge haben. Sprünge in die Windschutzscheiben kommen immer wieder vor und natürlich Übertretungen, was die Lenk- und Ruhezeiten betreffen, weil teilweise massiv die Lenkzeit überschritten bzw. die Ruhezeit unterschritten wird, teilweise auch ohne Fahrerkarte gefahren wird, anschließend dann Ruhezeit nachgebucht wird, eine sogenannte Manipulation der Lenk- und Ruhezeiten, wo dann Fahrer viele, viele Stunden im Fahrzeug verbringen, sprich lenken, was das Verkehrsrisiko natürlich massiv erhöht. Zum Abschluss haben wir heute schon gehört, am Brennerkorridor passieren im Jahr rund 2,5 Millionen Lkw die Nord-Süd-Achse von Kufstein bis auf den Brenner. Daher hat auch die Schwerverkehrskontrolle einen sehr hohen Stellenwert in Tirol. Man kann sagen, dass ca. ein Fünftel der durchfahrenden LKWs mit der Polizei in Berührung kommen. Sprich, wenn es aber auch nur eine Durchfahrt bei einer Ausleitung einer Kontrollstelle ist und dort eine Vorselektierung stattfindet. Konkret kann man sagen, dass 15.000 fundierte Kontrollen stattfinden. Die werden auch statistisch erfasst. Die fundierte Kontrolle, wie schon oben erwähnt, hat die Auswertung der Lenk- und Ruhezeiten, das Gewicht, die Ladungssicherung, den technischen Zustand und dergleichen zur Folge. Zu den 15.000 fundierten Kontrollen kommen natürlich viele, viele Kontrollen hinzu, welche nur eine Fahrverbotskontrolle zum Beispiel ist oder die Kontrolle der Dokumente. Diese werden nicht statistisch erfasst und deshalb finden die zusätzlich zu den 15.000 fundierten Kontrollen statt. Man kann jetzt noch sagen, was die technische Kontrolle betrifft, bei circa einem Drittel der kontrollierten Fahrzeuge werden dann auch noch tatsächlich Mängel festgestellt. Ja, das war auch schon der kurze praktische Input von meiner Seite. Ich sage Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Lechner, für den Überblick. Das heißt, wenn 2,5 Millionen Lkw fahren und 15.000 fundierte Kontrollen durchgeführt werden, das ist etwa 0,6% dieser Lkw, die fundiert kontrolliert werden, lässt sich abschätzen, wie viele Lkw dann darüber hinaus eigentlich unterwegs sind und möglicherweise mit gravierenden technischen Mängeln und haben, also Sie haben ja angesprochen, gebrochene Bremsscheiben, abgefahrene Reifen, eigentlich ein riesiges, das sind ja tickende Zeitbomben. Ja, natürlich sind nicht immer solche massiven Übertretungen, die festgestellt werden, aber natürlich abschätzen, wie viele kann man dahingehend, diese Fahrzeuge, die kontrolliert werden auf den technischen Zustand, da kann man sagen, circa jeder Dritte hat
technische Mängel, wobei ja nicht jeder technische Mangel heißt, dass die Zulassung aufgehoben wird oder die Kennzeichentafel abgenommen wird. Dann sage ich mal vielen herzlichen Dank, Herr Lechner. Danke, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben.